Seit Hunderten von Generationen schlachten wir Tiere, wir domestizieren sie, kurzum, wir nutzen sie aus. Aber die universelle Energie, hier setzt ihr einfach das ein, woran ihr glaubt, Buddha, Verstand, Allah oder Jesus, regelt ein unnatürliches Sein von ganz alleine. Und wie das konkret geschieht, das möchte der Denker in mir euch heute vorstellen. Guten Morgen! Natürlich geschieht diese Regelung nicht in den begrenzten Zeiträumen eines Menschenlebens, sondern die Natur regelt das längerfristig. So wie Arten aussterben und sogenannte Naturkatastrophen als negativ gesehen werden und nur universelle Ausgleichsmechanismen sind, so werden Krankheiten als etwas Unnatürliches und Schlechtes angesehen. Aber es gibt kein Gut oder es gibt kein Böse im universellen Kontext. Das sind Worte, die dem Denker entspringen. Aber ein Fakt, welcher dem Denker in mir auch immer bewusster wird, ist, dass die Herrschaft über die Tiere, das bedeutet deren Konsum, deren Ausnutzung und ihre Domestizierung als sogenannte Haustiere, eine ganze Reihe gefährlicher Infektionskrankheiten ausgelöst hat. Ich werde euch jetzt eine Reihe von Krankheiten nennen, die nur dadurch entstanden sind, dass wir Tiere domestiziert haben. Die Quellen dafür sind auch unten in der Infobox genannt, weil ohne Quellen brauchen wir nicht über Wissen zu reden. Tuberkulose entstand durch die Domestizierung von Ziegen. Und was wenige wissen, Tuberkulose betrifft jetzt fast ein Drittel der Menschheit. Masern und Pocken, regelrechte Auslöscher der Menschheit, stammen wahrscheinlich von Rindern ab. Durch die Domestizierung von Schweinen entstand wahrscheinlich der Keuchhusten. Mit den Hühnern kam Typhus und durch die Domestizierung von Enten kam die Grippe, die mittlerweile immer mehr und mehr Arten hat und jährlich direkt oder indirekt Abermillionen von Menschen auslöscht. Nun werden einige sagen, ja, Grippeviren sind aber nicht die Erkältungsviren. Ja, stimmt. Die Erkältungsviren kommen nämlich ursprünglich vermutlich von den Pferden, die quasi schon immer in der Natur genießt haben, aber erst als sie nicht mehr einfach nur Wildpferde sein durften und sich gegenseitig angenießt haben, sondern von Menschen als Nutztiere domestiziert wurden, hatten die Pferde die Möglichkeit, Menschen die ganze Zeit voll zu niesen und entsprechend Erkältungen flächendeckend auf die Menschheit zu übertragen. Lepra kommt wahrscheinlich von den Wasserbüffeln und AIDS entstand vermutlich beim Schlachten von Affen in Afrika, die für den Buschfleischhandel sozusagen ihr Leben lassen mussten. Wenn wir einfach die Tiere in Ruhe gelassen hätten, sie lediglich als Notnahrung herangezogen hätten, da wären die größten Infektionskrankheiten wahrscheinlich nur kurze Strohfeuer geblieben und würden heute nicht flächendeckend die Menschheit bedrohen. Aber ein einziger Mensch kann sich in seinem eigenen Leben immer parasitär und respektlos verhalten und damit auch irgendwie durchkommen. Auch kann sich ein vegan lebender Mensch nicht der universellen Energie entziehen, die auf die Menschheit eben wirkt. Wir reden hier von grundsätzlichen Regelungen, die Menschheit betreffen. Selbst wenn wir jetzt alle nur uns respektvoll in der Natur bewegen würden, Tiere endlich aufhören würden zu domestizieren, als Haustiere zu halten und natürlich auch zu essen oder für unser Ego zu benutzen, dann dauert es trotzdem noch Jahrhunderte, bis die universellen Kreisläufe wieder sich so eingegroovt haben, dass wir befreit von jeglichen Zivilisationskrankheiten sind. Aber irgendwann muss es ja mal anfangen, sich zu verändern. Auch wenn man selber keinen Profit daraus schlägt. Dieses egolose Verhalten entsteht aber nur, wenn man einen Zugang zur Natur hat und dieses verstanden hat. Und wenn es einem auch intuitiv bewusst ist, was natürlich ist, was sich gehört, was der Fluss der Energie ist. Ich nutze wohlweislich nicht den Begriff richtig, weil dann gibt es auch einen falsch. Nein, es ist einfach der Fluss der Energie. Man spürt es. Oder man spürt es eben nicht. Und da braucht man natürlich den Mut dieser Intuition zu folgen. Aber dazu rufe ich auf, hört auf euer Herz und hört auf Tierhaltung in jeder Form zu unterstützen.
weder indem ihr selber Tiere anschafft und ja, quasi im Rahmen einer natürlichen Lebensweise ja, domestiziert, indem ihr das zu eigen macht, noch indem ihr sie verspeist. Ja, es gibt eventuell keine Hunde und Katzen in einer natürlichen Ordnung, das ist mir bewusst. Ne? Hunde und Katzen werden wahrscheinlich nicht überleben. Aber dann sind sie eben auch kein Teil der natürlichen Ordnung und sollten eben aussterben. Genau wie wir Menschen aussterben werden, wenn wir uns weiter gegen die universelle Energie ja, versuchen zu behaupten und uns irgendwie als, ja, als Bezwinger, als Herrscher der Welt, als Herrscher des Universums sehen. Ne? Als König des Universums. Tiere gehören in die Natur. Und wenn sie dort nicht überleben und wir sie künstlich halten, dann werden wir die Konsequenzen dafür tragen müssen. Aber uns muss bewusst sein, dass wir nur ohne Zivilisationskrankheiten und ja, wahrgenommen negative Dinge leben können, wenn wir diesen Fakt akzeptieren, wenn wir unsere eigene innewohnende Natur akzeptieren und wenn wir eben natürlich und mit Respekt mit dieser Natur leben, und das bedeutet im Einklang mit der Natur leben, im Einklang mit den Energien des Universums, so spirituell sich das anhört. Aber es ist meine Überzeugung, der Denker in mir teilt die Überzeugung mit dem Bewusstsein in mir, ich habe da keinen Zweifel. Alles Liebe, Euer Christian. We'll be right back.